Franz Ruppen, einstimmig von der SVP Oberwallis zum Staatsratskandidat nominiert. Zertifikat für das 10'000ste Energiehaus in der Schweiz und mehr Sicherheit für die Fußgänger auf dem Bahnhofplatz Fabrik. Das sind die wichtigsten Meldungen vom Mittwoch. Ihr schaut die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. An der Generalversammlung von der SVP Oberwallis hat man Franz Ruppen einstimmig zum Staatsratskandidat nominiert. Man will mit der Kandidatur den Oberwalliser Sitz sichern. Es ist das erste Mal, dass ein SVP-Kandidat aus dem Oberwallis zum Amt als Staatsrat antreten tut. Die Unterwalliser SVP tut die Kandidatur von Franz Ruppen unterstützen. Der Oskar Freisinger stellt sich aber nicht als Kandidat zur Verfügung. Wahrscheinlich geht ein anderer Unterwalliser mit dem Franz Ruppen auf die Liste. Man hat an der Versammlung auch die Ziele für die Grossratswahlen festgelegt. Im Oberwallis will man 5 Sitze machen. So hätte man dann eine eigene Fraktion. Am Mittwoch haben die Verantwortlichen vom Fisper Weihnachtsmarkt 07 den Gewinn von über 50'000 Franken verteilt. 60% von dem Geld geht an die Fuchskampagne. Ein weiterer Teil verkommen in Sieme Oberwallis, das Kinderdorf Leig, das Institut Notre-Dame de Lucht Ziders, die Via Gampel und die Behindertensportgruppe Oberwallis. Mit dem Geld tut man Sachen anschaffen, die nicht durch Subventionen gedeckt sind. Schweizer Milchproduzenten haben am Mittwoch 2 wichtige Massnahmen beschlossen, für den Druck vom Milchpreis zu nehmen. Zum einen hat man die Abgabe in den Milchstützungsfonds von 0,5 auf 1 Rappen erhöht. Der Fonds ist von den Bauern selber gegründet, um den Markt zu entlasten. Die zweite Massnahme, nämlich die Reglementierung der Basismilchmenge, betrifft laut den Verantwortlichen des Walliser Milchverband, die Walliser Büro nicht, weil man unter dem Basiswert produziert. Safran-Sumpf Mund sieht in den Unterwalliser Abbaugebieten keine Konkurrenz. Rechnet man im Unterwallis mit einer Ernte von 20 Gramm, geht man zum Mund von rund 2,5 Kilogramm aus. Laut Daniel Jeitziner, hier im Bild, dem Safran-Sumpfmeister von Mund, sind auch noch nicht sicher, ob ein Abbau im Unterwallis über Jahre überhaupt möglich sei. Unterhalb der Mosalpa, im Letschen und im Gantertal hat man neue Wildruhezonen eingerichtet. Im Winter darf man sich in diesen Gebieten nur auf extra beschriebenen Wegen bewegen. Laut dem Walliserboten will man damit die Wildstresssituation ersparen und schützt auch indirekt die Vegetation. In Brigg-Lys hat gestern die Hausbesitzerin Monika Kämpfen für den Umbau von ihrem Haus in der Brigger Altstadt nach dem Energiestandard zum Energie-Schweiz-Zertifikat bekommen. Überreicht haben ihr das Zertifikat die Ständerätin Erika Forster-Vanini, der Staatsrat Thomas Burgener und Nationalrätin und Brigger Stadtpräsidentin Viola Amherd. Das Haus ist damit das 10'000ste Energiehaus in der Schweiz. Zudem feiert die Energie Schweiz 10-jährige Jubiläum und der 10 Millionenste Quadratmeter Energiebezugsfläche. Die Gemeinde Brigg-Lys will die Sicherheit der Fußgänger auf dem Bahnhofplatz erhöhen. Besonders zu einer Spitzenzeit mit viel Verkehr sei die Situation auf dem Bahnhof für die Fußgänger problematisch, hat die Gemeinde in einer Mitteilung geschrieben. In Absprache beim Kanton und der MGB will die Gemeinde jetzt die Fußgängerstreifen besser kanalisieren. Dafür will man in einer Versuchsphase der Fußgängerstreifen beim Victoria auf das Doppelte vergrößern und dann bei der Post wegnehmen. Zum Sport. Eishockey. Am Dienstag hat der HC Sider Sanivier daheim gegen den EHC Basel mit 6:2 gewonnen. Die Sonnenstädter haben wegen ihrer schnellen Spiel und der guten Leistung der Junioren überzeugt. Es war wirklich ein Träumtag, was Wallis am Mittwoch erlebt hat. Wir schauen auf das Wetter. Herrliche Bilder hat uns das Oberwallis am Mittwochvormittag geboten, wie hier zum Beispiel die Sicht über das Nebelmeer von der Riederalp uns. Auch am Donnerstag ist es noch schön, nur vereinzelt zieht ab eine Wolke über das Oberwallis. Für das Rhonetal erwarten wir dabei einen Höchstwert von bis zu 8 Grad. Auf der Nordseite des Oberwallis rechnen wir mit bis zu 4 Grad. Auf der Südseite gibt es 2 bis 3 Grad. Ab dem Freitag tut es dann immer mehr überziehen. Es kommt auch deutlich frischer. Am Wochenende gibt es nur mehr Grad eine Temperatur um den Gefrierpunkt. Warum anlegen ist also über das Wochenende Pflicht? Das sind die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Vergelt's Gott für's Zuschauen.